Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal des Wiener Friedensforschungsinstituts. Mein Name ist Josef Müllbauer und heute darf ich euch Friederike Habermann vorstellen. Friederike Habermann ist eine deutsche Volkswirtin, Historikerin und Philosophin. Sie hat einige zivilgesellschaftliche Organisationen ins Leben gerufen. Sie ist unter anderem am Commons-Institut in Berlin tätig. 2007 promovierte sie mit Summa Cum Laude in der Politikwissenschaft. Sie hat zahlreiche öffentliche Veranstaltungen, Vorträge gehalten und zahlreiche wissenschaftliche Aufsätze und Bücher publiziert. Sie ist also Aktivistin, freie Akademikerin und Autorin. Sie hat unter anderem Economy, Umkehr, Miteinander geschrieben, Geschichte wird gemacht, Etappen des globalen Widerstands. Sie hat auch 2013 das Buch Der unsichtbare Tropenhelm, wie koloniales Denken noch immer in unseren Köpfen beherrscht wird, herausgebracht und unter anderem das Buch Der Homo Economicus und das andere, Hegemonie, Identität und Emanzipation. Im sehr renommierten Nomos Verlag ist das erschienen 2008. Ihre Forschungsschwerpunkte behandeln unter anderem Intersektionalität, Kritik der herrschenden Ökonomie und Commons und Feminismus unter anderem. Frau Friederike Habermann, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Interview bzw. Gespräch. Sehr gern, vielen Dank für die Einladung. Genau, ich möchte mal auf der persönlichen Ebene Sie fragen, was hat Sie motiviert zu studieren und hatten Sie schon damals akademische Vorbilder? Wenn es darum geht, was ich studiert habe, nämlich ja, Geschichte und Wirtschaft, dann, weil ich schon mit 12 beschlossen hatte, dass ich Politik machen will und ein Freund mir sagte, da lernt man nichts Vernünftiges machen. Und dann habe ich beschlossen, Wirtschaft und Ökonomie Ökonomie und Geschichte ist der gute Background dafür. Zu studieren stand tatsächlich in meiner Familie nicht in Frage. Meine Mutter hätte unheimlich gerne studiert und konnte nicht. Und mein Vater hat es, glaube ich, so als intellektuelle Befreiung erlebt, nachdem er noch von 15 bis 17 im Krieg eingezogen war. Deshalb war das, glaube ich, wirklich bei uns gar kein Thema, nicht zu studieren. Okay, sehr faszinierend. Akademische Vorbilder. Ich weiß gar nicht, was sind denn... akademisch denke ich tatsächlich so ein bisschen an Unibetrieb. Ich glaube, ich entsinne mich, wie ich bei meiner Schwester, als ich selbst 14 war, im Uniseminar mit drin saß. Und es ging um irgendeinen Professor, ich weiß noch nicht mal wer, der seine Professur aufgegeben hat und aufs Land gezogen ist und da weiter gedacht und geschrieben hat. Das hat mich sehr beeindruckt. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich habe die Phase bin gleich da reingetreten. Wenn es um irgendjemanden geht, den ich sehr beeindruckend fand, dann glaube ich, fällt mir als erstes Rosa Luxemburg ein mit ihrem Spruch. Es ist immer das Schwierigste oder das Revolutionärste ist immer zu sagen, dass was ist. Ja, sie war wirklich eine geniale Denkerin, ja. Sie haben ja Wirtschaftswissenschaften studiert. Jetzt möchte ich Sie fragen, gibt es da Dogmen? Weil Sozialwissenschaften sind ja bekanntlich eben offen und es ist abhängig, kontingent, beziehungsweise Kontingenz ist ja ein Schlüsselbegriff. Aber ich habe so das Gefühl, bei den Wirtschaftswissenschaften ist es nicht immer so. So mit diesen Formeln und dann gibt es Tabellen, dann gibt es mathematische eben Formeln und ganz viele Zahlen. Das kommt einem doch sehr seriös vor, sehr naturwissenschaftlich. Man könnte fast meinen, die meinen das ernst. Ja, die meinen das ernst. Also genau der Anspruch, eine Naturwissenschaft zu sein, stand ja immer im Raum sozusagen auch das Newtonsche Denksystem für die Ökonomie zu finden. Und es wird einem ja auch so gelehrt. Also man lernt eben die Formeln, als wären es naturwissenschaftliche Erkenntnisse. In der Regel lernt man auch nicht, aus welchen unterschiedlichen Schulen sich das manchmal dann doch zusammengesetzt hat. Also es gibt ja doch Einflüsse vom Keynesianismus. Nicht nur reine Neoklassik, aber die Neoklassik ist natürlich nicht zufälligerweise direkt nach dem Erscheinen von Karl Marx Kapital entstanden, wo er nämlich die bis dahin Mainstream-klassische Theorie einfach konsequent weiterdenkt. Also das, was man bei ihm liest über Arbeitswerttheorie, das ist ja nicht Marx, das ist damals Mainstream-Nationalökonomie. Und das kam nicht mehr so gut und dann hat man ganz schnell einen Ansatz gefunden, der alles so individualisiert, dass man gesamtgesellschaftliche Sachen teilweise eben gar nicht mehr
beantworten kann, was eben auch dazu führt, dass Marx' Analyse ja nie widerlegt worden ist von wirtschaftswissenschaftlicher Seite. Geht ja auch nicht. Ja, das bedeutet, es gibt einerseits die neoklassischen und dann gibt es die orthodoxen. Also Marx ist quasi so ein kleiner Rebell innerhalb der Wirtschaftswissenschaften, oder wie kann man das verstehen? Ja, schließt er eigentlich an diesen, also David Ricardo, Adam Smith? Ja, genau. So. Er nimmt die Theorien, die gültig sind, und denkt sie konsequent durch. Mhm. Und dann hat man schnell eine neue Theorie gebastelt, sage ich jetzt mal. Es ist natürlich jetzt ein bisschen verschwörungstheoretisch ausgedrückt. Das war natürlich nicht so, aber plötzlich gab es eben drei unterschiedliche Theoretiker, gelten jetzt als Begründer der Neoklassik, die alle ein paar Jahre, also erst 1867 das Kapital und dann Anfang der 70er, sozusagen die Grenznutzentheorie und dann die Grundlage der Neoklassik finden. Aber das war vorher schon in der Welt. Das hat was im Vorher auch schon gemacht. Und insofern war es einfach so, dass offensichtlich vom Diskurs her gewünscht wurde, dass man von der alten Klassik wegkommt. Ja, ich finde, es ist ja nicht zufällig, also auch Foucault in seinen Schriften zur Gouvernementalität beschreibt ja auch, wie man den Gedanken und auch wie diese Transformation stattgefunden hat, eben auch wie sich der Staat verändert hat, wie sich der Markt verändert hat. Plötzlich, wie die Marktwirtschaft entstanden ist, brauchte man diese Mauern nicht mehr. Man musste ja auch den Raum, den politischen Raum auch ganz anders denken. Und nicht mehr die Festung und die Mauern sind das Wichtigere, sondern eben der Markt. Und man hat ja auch dann eben die Logiken gewechselt, Merkantilismus, und dann kamen ja die verschiedenen auch Berechnungen von Bevölkerung, von Wirtschaft, von Staat, von Politik. Also ich glaube, wenn man eben so einen historischen Abriss sich anschauen will, dann ist man bei Foucault an der richtigen Stelle. Ja, Foucault zeigt ja eigentlich, wie diese angebliche Natürlichkeit des Marktes, also die Wirtschaftswissenschaften argumentieren ja immer mit natürlichen Gleichgewichten des Preises, des Arbeitsmarktes etc., wie dieses Denken sozusagen zum Regulationsinstrument wurde. Ich finde da immer ein witziges Beispiel, der Body Mass Index, an dem sich eben alle ausrichten, weil ein Mensch denkt, das wäre jetzt gesund, statistisch gesehen ist man gesunder oder lebt länger und gesünder, wenn man ein bisschen drüber liegt. Aber es wird eben so eine Natürlichkeit und damit eben auch immer eine normative Vorgabe gemacht, die aber nicht als Norm, nicht als Vorgabe erscheint, sondern die so gestaltet ist, dass wir meinen, dass wir aus innerer Überzeugung dem nachkommen. Also eben dem ganzen Subjekt Anrufungen entsprechen, indem wir Karriere machen, indem wir rational, flexibel, gesund etc. uns geben. Ja. Ja, finde ich super spannend. Super spannend im Sinne von, es ist eine Zivilreligion, das haben ja viele auch schon so genannt. Also Elmar Altvater hat das Zivilreligion genannt und andere haben das auch so in diese Richtung bezeichnet. Und die Dogmen, also mir fallen spontan zwei große Dogmen ein oder Erzählungen, wie Lyotard sagen würde. Der Markt reguliert sich selbst. Diese Floskel hört man oft. Und offensichtlich ist es ja aber nicht so, oder? Das haben wir bei vielen, so vielen Dingen gesehen. Bei Corona, der Pandemie. Wir haben gesehen, dass der Markt unfähig ist, sich zu regulieren, was den Klimawandel, Klimakatastrophe betrifft. Wir haben gesehen, der Markt kann sich in vielerlei Hinsicht nicht regulieren. Ein anderer Mythos oder ein anderes Dogma ist, wir sind alle gleichberechtigt am Markt. Auch das stimmt ja nicht. Es bilden sich Monopole und so weiter und so fort. Also ja, ich glaube, ja, es sind doch mehrere Dogmen da drin. Ja, es stimmt wirklich überhaupt nicht. Also so theoretisch ist ja so der Übergang vom Liberalismus zum Neoliberalismus durchaus dadurch gekennzeichnet, dass es eben beim Liberalismus sozusagen die freie Hand des Marktes war und der Neoliberalismus in einem Bild von Hayek dann sagt, naja, das wächst alles natürlich, man muss bloß ein gutes Gewächshaus bauen, also einen Rahmen machen. Aber in Wirklichkeit ist es ja gar nicht. Also es ist sogar dramatisch gar nicht so. Also wenn man sich alleine die Geschichte des 20. Jahrhunderts anguckt, dann hat man eine Überangebots, also
die Überangebotskrisen sozusagen, die dann, ich will das jetzt überhaupt nicht ökonomisch verkürzen, aber es ist ja so, dass dann die Weltkriege da wesentlich reinspielen, warum der Staat eben dann erstmal auch mit Keynes dann sozusagen investieren konnte, die Wirtschaft aufbauen konnte, hinterher wieder alles kaputt war, das Wirtschaftswunder wieder nach oben gehen konnte. Und wenn man sich das vorstellt, 45 war der Krieg zu Ende, 66 gab es schon wieder die erste Wirtschaftskrise und es ist schon wieder ins Straucheln gekommen. Und dann wurde eben mit neoliberalen Methoden unter Finanzialisierung sozusagen eine Ebene drüber geschaffen und dann mit der Digitalisierung praktisch nochmal und dann gab es aber seitdem gibt es die heftigsten Krisen mit der Finanzkrise 2008. Seitdem wird nur noch Geld auf den Weltmarkt gepumpt und wir haben es ja in Corona gesehen, so wie wir irgendwie versuchen, ein bisschen weniger zu machen und vom Wachstumszwang vielleicht mal bei der Gelegenheit abzukommen, droht alles zusammenzubrechen und es müssen nochmal mehr Geldmengen auf den Weltmarkt geschmissen werden, was übrigens in der Zwischenzeit auch passiert war und nicht nur in den Krisen. Ja. Und dabei die ganze Zeit das Phänomen, Krisen und Schulden werden sozialisiert und die Gewinne werden privatisiert. Das sehen wir ja auch bei den Corona-Pharma-Gewinnen jetzt gerade sehr deutlich. Ja, absolut. Eine absolute Frechheit, ja. Ich hatte jetzt vor kurzem ein Interview bzw. Gespräch mit Professor Klaus Dörre und wir sind auch zu dieser Konklusion gekommen, haben wir auch kommentiert, ja. Das ist eine absolute Frechheit. Aber das ist ja eben der Punkt, weil alles unterliegt dem Mechanismus von Angebot und Nachfrage und dementsprechend ist es ja logisch, dass eben auch Gesundheit und viele Aspekte des Lebens, Lohnarbeit etc. alles unterliegt Angebot und Nachfrage. Das ist so der heilige Gral. Und das Problem ist, je seltener ein Gut wird, desto mehr ist es wert. Das ist ja auch teilweise, da schneiden wir jetzt auch die Eigentumsfrage ein bisschen an. Und das ist ja das Problem, wenn du etwas seltener machst, du kannst etwas auch künstlich erschaffene Knappheit machen, damit ein Gut selten wird. Und dann kommen wir schon in ein Territorium, wo es halt, das ist ja fast asozial, das ist ja schon negativ. Und wir kennen das eben, Spekulationen an der Börse mit Lebensmitteln. Also es gibt ja wirklich tragische Fälle, wo das dann eigentlich schon fast ins Zynische gebracht wird, weil ja, dass Gewinne und Profite damit gemacht werden und so. Genau, dieser Mechanismus von Angebot und Nachfrage muss kritisch reflektiert werden. Es gibt nicht nur kritische Fälle. Der ganze Weltmarkt ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts ein kritischer Fall. Vorher hat es nie die Situation gegeben, dass Menschen konstant im Hunger gehalten werden. Im Augenblick ist ein Siebtel bis mindestens wirklich unterernährt der Menschheit. Und Mitte des 19. Jahrhunderts war es eigentlich das erste Mal, dass es zu diesem millionenfachen Hungertod kam, einfach weil die Lebensmittel eben dahin gehen, wo das Geld ist. Damals natürlich noch kolonial verstärkt, aber im Prinzip ist das der Marktmechanismus. Ansonsten gibt es irgendwo mal eine Hungersnot, aber die geht vorbei. Danach hungern die Menschen nicht mehr. Aber dieses konstante Verknappen, das ist genau der Marktmechanismus. Nichts anderes ist der Marktmechanismus. Wenn ich sagen, ich habe die Nachfragekurve und ich habe die Angebotskurve und es bildet sich dieser berühmte Gleichgewichtspreis, dann heißt das nichts anderes als, es gibt Menschen, die das gerne hätten und es nicht bekommen. Und bei Lebensmitteln heißt das eben, seit ich denken kann, dass zigtausend Menschen am Tag verhungern. So dramatisch ist das. Ja, genau. Und ich fand auch ganz witzig, es gibt ja auch so eben, wenn man bedenkt, Ressourcenfluch, die ganzen, auch mit der Tulpenkrise damals, ich glaube 1640 oder ich kann mich an die Jahreszahl nicht mehr ganz erinnern, aber ich glaube, es war im 17. Jahrhundert und man hat mit Tulpen spekuliert und es ist ja so ganz witzig und das sehen wir mit dem Erdöl, ist es ja auch ganz kritisch. Das ist ein Gut, das endlich ist, das sich nicht so schnell regenerieren lässt, wie wir es verbrauchen. Und dann entstehen eben, und das meint ja Ressourcenfluch, dass ein Land zum Beispiel, wo genau diese, wo das eigentlich reich ist an dieser Ressource, hat aber den Fluch, dass dadurch Bürgerkriege entstehen, politische Spannungen, geopolitische Spannungen
und so weiter. Und da gibt es ja auch wissenschaftliche Studien dazu. Und genau, das ist ja auch ein sehr großes Paradox unseres Wirtschaftssystems, dass man teilweise, je mehr man von etwas hat, auch teilweise verflucht ist. Also wir sehen das im Niger-Delta, die Verschmutzungen und auch die Bürgerkriege, France-Afrique, diese neokoloniale Konstruktion in Afrika, wo wir Europäer noch heute glauben, hey, Kolonialismus ist ein Stück der Vergangenheit. Aber dem ist ja nicht so. Also auch wenn man viel hat, ist man verflucht. Naja, es ist natürlich, hat schon damit zu tun, wer hat die Zugangsrechte und wer hat die Marktmacht. Und Ressourcenfluch heißt es ja auch, weil dann eben andere Bereiche vernachlässigt werden, auszubauen, was natürlich auch mit diesen komparativen Kostenvorteilen im Weltmarkt zu tun hat. Und so. Also es hat natürlich sozusagen seinen Grund drin, liegt natürlich in der Marktwirtschaft. Ja. Der einen eigentlich auch immer zwingt, solche Ressourcen halt auszubeuten, solange man, weil es immer zu Verschuldungssituationen kommt. Und wenn man verschuldet ist und Natur besitzt, dann ist man quasi verpflichtet, es auch zu verkaufen, bis hin zu Griechen verkauft uns eure Inseln oder gibt uns eure Inseln. Also das ist ja die Logik, die dahinter ist. Ja. Wobei das Witzige ist ja bei diesem komparativen Kostenvorteil, es ist ja, wie wir sehen, vor allem jetzt in Zeiten von Corona, also dieser globalisierte Finanzkapitalismus und die ganzen Wege sind verkürzt und die ganze Welt ist vernetzt. Es hat natürlich viele Vorteile, aber eben ein Nachteil ist, dass dann schnell ein Dominoeffekt entsteht. Und der Kapitalismus hat teilweise diese Pandemie erst möglich gemacht, auf der einen Seite. Das kann man natürlich in diesen komparativen Kostenvorteil auch nicht kalkulieren. Ein anderer Faktor ist natürlich auch die globalen Güterketten. Also auch das hat natürlich mit Umwelt und Ressourcen zu tun. Auch das muss man ja bedenken. Und das wiederum hat damit zu tun, dass wir, auch hier hat das Elmar Altvater auf den Punkt gebracht, aber nicht nur er, dass wir die Natur in Wert setzen, bemessen, bewerten und auf dem Markt als ein Gut verkaufen. Und ja, das hat ja auch viel mit dieser Logik zu tun. Genau, also wir sind so, also zum einen ist es natürlich ein Problem, diese Externalisierung zu haben. Das heißt also, dass eben Natur verbraucht werden kann, ohne Kosten zu verursachen. Dann werden immer die Unternehmen die Gewinner auf dem Markt sein, die das tun, im Gegensatz zu denen, die es nicht tun. Das ist sozusagen die Grundgleichung der Wirtschaftswissenschaften. Aber wenn ich es einbeziehe, wenn ich die Natur finanzialisiere oder einfach sozusagen mit Wert belege, dann führt es eben zu dem Effekt, was ich gerade sagte mit den verkauft eure Inseln, dass die Natur zwangsweise vernutzt wird. Und da wir in einer Wirtschaft leben, die gezwungen ist zu wachsen, um nicht zusammenzubrechen, heißt das natürlich, dass wir sämtliche Natur letztendlich verbrauchen. Und das führt zur Pandemie. Also wenn wir diesen Effekt nicht gehabt hätten, das ist ja vielfach belegt worden, dann hätten wir keine Pandemie. Ja, genau. Was eng mit den, bleiben wir bei dem Wirtschaftsmechanismus, bei diesen kapitalistischen Produktions- und Konsumweise, beziehungsweise Ulrich Brandt würde sagen, imperiale Lebensweise. Ein Stück davon oder ein zentrales Element, das ja auch schon witzigerweise aufs römische Recht zurückgeht, ist ja Eigentum. Es ist ja eine ganz spannende Frage und das ist ja ein Tabuthema. Also eigentlich dürfte man darüber gar nicht reden. Da trifft man einen Nerv der bürgerlichen Gesellschaft und darüber sollte man eher schweigen. Wir werden aber darüber reden. Privare kommt ja aus dem lateinischen Raub. Ich möchte Sie jetzt fragen, stimmt das? Ist es ein Raub? Und warum führt Eigentum oder gewisse Formen von Eigentum, auch da müssen wir präzisieren, welche Formen von Eigentum gibt es überhaupt, aber führt Eigentum zu Ungleichheit? Ja, eindeutig. Ja, nicht nur Privare kommt aus dem Römischen Reich, sondern auch Dominium, was der Ursprungsbegriff für Eigentum ist, was im ausgehenden Mittelalter vom mitteleuropäischen Adel übernommen worden ist. In der Zeit gab es sowieso eine Übernahme vieler Gesetze in Rom, weil es vielleicht die Zeit war, dass man bestimmte Sachen nicht mehr so offen durchführen konnte, ohne auf Widerstand zu treffen. Also nochmal Rosa Luxemburg, die problematisiert,
mal sehr schön, wie die Nationalökonomie, wie die Wirtschaftswissenschaften zu ihrer Zeit noch hießen, so kompliziert sind, während doch ein riesiges Reich wie von Karl dem Großen, was im Grunde unser heutiges Westeuropa auch schon ungefähr ist, mit so einfachen Gesetzen auskam, wie Menschen produzieren und andere Menschen kommen und nehmen ihnen was weg. Und das hat selbst der dümmste Bauer verstanden, so formuliert sie. Und tatsächlich beginnen dann ja auch so ungefähr im 12. Jahrhundert soziale Bewegungen immer stärker zu werden. Und gleichzeitig sieht man in Deklarationen wie der Charter of the Forest oder so, dass halt sozusagen angefangen wurde, Rechte für den Adel als auch Rechte für das gemeine Volk zu formulieren. Sprich, es fing an, sich um das Land auch gestritten zu werden und im Wald. Und eigentlich haben wir dann erst mit der Übernahme des Dominiums das Phänomen, dass Eigentum eine vollkommene Herrschaft war. Also auch im Mittelalter war es so, wer eine Burg besaß, durfte die Burg nicht zerstören, weil sie war ja von Gott zur Verfügung gestellt. Aber die römischen Juristen hatten das Problem zu lösen, dass der Pater Familias die Menschen, die von ihm versklavt lebten, umbringen durfte. Er durfte sie also, ja, also ich will das jetzt nicht sagen, aber sozusagen dieses Denken, dass etwas so absolut jemandem gehört, der Anthropologe David Graeber sagt das so schön, wurde eben von versklavten Menschen auf Gegenstände übertragen. Und im Mittelalter überträgt es dann der Landadel aufs Land und statt dass es wie vorher war, Gott hat es so eingerichtet und falls du mir nicht gibst, was ich von dir haben will, bringe ich dich übrigens um. Dass es anderer Legitimationen bedarf, um eben die Ausbeutung nicht so offensichtlich zu machen. Und da erwies sich dieses Konzept des Eigentums sehr gut. Vorher war es eben so, dass entweder Land von Familie, also innerhalb von Familien, von Generation zu Generation weitervererbt wurde oder in vielen Gegenden eben auch, dass das Land rotierend verteilt wurde und auf Dorfversammlungen darüber entschieden wurde, auch gemeinschaftlich über wie viel Vieh kommt wohin etc. Und der Feudalismus war sozusagen drüber gestülpt. Und durch das System, dass das Land jetzt angeblich dem Adel gehörte, wurden die Menschen gezwungen, Pacht zu zahlen. Und das ist im Grunde der erste Moment, wo Menschen in Konkurrenz zueinander geraten. Und die weniger Produktiven auch schon ihr Land verlieren und als erstes Proletariat in die Städte müssen. Und was wir dann kennen als Raub der Allmende, ist eben die Einzäunung riesiger Landflächen, die Vertreibung der Menschen, die darauf wohnen, um dann eben mit Schafen im Fernhandel und deren, also mit der Wolle der Schafe im Fernhandel Geld machen zu können. Und so ist Eigentum in die Welt gekommen. Also es fängt damit an, dass Menschen ihre Lebensgrundlage weggenommen wird. Das drückt ja auch Marx mit dem doppelt freien Arbeiter aus. Und dann eben gezwungen sind, auch wenn sie nicht mehr offiziell versklavt oder Leibeigene sind, sich in Lohnarbeitsverhältnisse zu begeben. Und genau das Gleiche ist später in den Kolonien passiert. Ja, sehr spannend. Und okay, ich habe jetzt noch nicht zu den Unterschieden von Eigentum. Ja, genau. Also ich würde eigentlich nur unterscheiden zwischen Eigentum und Besitz, wobei das komplexer werden kann, aber es ist die Grundeigentum, also die Grundstruktur. Im Deutschen ist es tatsächlich auch juristisch so, Besitz ist eben das, was ich tatsächlich nutze, brauche und gebrauche. Und Eigentum ist einfach das rechtliche Verhältnis, was ich gerade beschrieben habe. Und ich finde es sehr hilfreich, leider gibt es das im Englischen nicht, aber andererseits kann man im Englischen dann auch wieder gut was machen, wie ich mal im Gespräch mit einer Australierin von ihr erfahren habe, dass sie dann sagte, ja, dann ist Eigentum doch eigentlich surplus property, also überflüssiger Besitz, den eben nicht ich benutze. Mir steht da eigentlich nur im Weg rum oder das Haus steht leer und verfällt, aber es nützt mir, weil es jemandem anderem fehlt. Und deshalb muss die Person mir etwa Geld zahlen oder für mich arbeiten oder irgendwie sowas machen. Das heißt im gegebenen System natürlich nicht, dass jede Person, die noch irgendwas vermietet, gleich ganz böse ist, weil wir eben innerhalb dieser Gesellschaft keine materielle Grundgeborgenheit haben und es vielleicht um Alterssicherung geht oder Ähnliches. Aber strukturell würde es darum gehen, diesen Eigentumsbegriff wieder aufzulösen. Ja, verstehe, ja. Erich Fromm
beispielsweise unterscheidet funktionales Eigentum und genau, in seinem genialen Werk übrigens Haben oder Sein spricht er, also er redet von funktionales Haben. Und hier, wenn ich das kurz vorlesen darf. Ja, das denken, glaube ich, auch, ja. Ja, um die Existenzweise des Habens besser verstehen zu können, von der hier die Rede ist, erscheint eine weitere Abgrenzung nötig, nämlich gegenüber dem funktionalen Haben. Um überleben zu können, ist es erforderlich, dass wir bestimmte Dinge haben, behalten, pflegen und gebrauchen. Dies gilt für unseren Körper, Nahrung, Wohnung, Kleidung und für die Werkzeuge, die zur Befriedigung unserer Grundbedürfnisse vonnöten sind. Also eben, das ist ja auch schon das, was Sie angesprochen haben, eben mit wir müssen tätig sein, Dinge gebrauchen und ja, genau. Genau, es ist, also das eigentliche Wort dafür im Deutschen ist eben Allmende, aber es ist so besetzt mit dieser Vorstellung, dass ich dabei habe, es sich um eine einzelne Wiese im mittelalterlichen Dorf gehandelt, dass eben inzwischen, um das zu fassen, von Commons gesprochen wird. Und Commons hat immer gleichzeitig den Aspekt von Commoning. Also es ist nicht einfach nur die Ressource, nur das Land, sondern es ist eben diese, das soziale Miteinander, was diese Ressource nutzt, pflegt, hegt, etc. Und ich denke schon, dass Erich Fromm dem Begriff Allmende und Commons natürlich kannte und einfach, der war aber so verschollen oder eben mit falschen Bildern belegt, dass er halt zu diesem Ausdruck von funktionalem Eigentum, beziehungsweise er hat wahrscheinlich irgendein Functional Property, ich kann mir vorstellen, dass er das auf Englisch geschrieben hat ursprünglich, ich weiß es gar nicht, geschrieben und ja, Menschen, die heute versuchen, drüber, also vielleicht ähnlich auch Ivan Illich, der dann von Recht auf Gemeinheit geschrieben hat. Und Gemeinheit ist eigentlich auch ein altes Wort, deutsches Wort für Commons. Dass wir was so anderes darunter verstehen, zeigt die Siegesgeschichte sehr deutlich. Aber ich denke, dass eben beide sozusagen versucht haben, mit diesen Begriffen was zu fassen, was eigentlich heute eben wieder versucht wird, mit dem Begriff Commons zu fassen. Und wenn ich vorhin gesagt habe, Besitz-Eigentum, es greift schon noch zu kurz, dann eben genau deshalb, weil dieses Commoning, also das soziale, there's no commons without commoning, das soziale Miteinander fehlt. Ja, ja, ich finde das super spannend, auch wie sich das Ganze entwickelt hat. Also Eigentum, ursprüngliche Akkumulation, dann die Geldlogik, Vermarktung, Verwertung und so weiter. Also und ganz alte Philosophen haben ja auch schon darauf hingewiesen. Unter anderem zum Beispiel Jean-Jacques Rousseau, der gemeint hat, der Erste, der ein Stück Land eingezäunt hat, und ich behaupte, der kann als erster Kapitalist, erster Staatstheoretiker, Staatsentwickler, wie auch immer, definiert werden. Oder Macpherson hat das mit dem Ausdruck gemeint, Besitzindividualismus. Also wir leben so im wie soll ich sagen, die Charakterstruktur zeichnet sich aus durch so einen Besitzindividualismus. Also, und das beschreiben Sie auch in dem Buch Homo Economicus. Also, wir sind Kosten-Nutzen abwiegende, rational denkende Individuen und eigentlich ist unser Denken, das ganze Prisma eigentlich voller ja, Entscheidungen, wie mache ich aus Geld mehr Geld? Und genau, das ist so ja. Quasi so diese mentale auch, mentaler Umschwung, mentale Transformation unserer Gesellschaft, fand ich auch spannend. Max Weber sagt ja protestantische Ethik. Also es gibt viele Ansätze, die auf das hindeuten, auf die Transformation hindeuten, genau, in der wir heute dann auch schlussendlich gelandet sind. Ja, in dem Buch Homo Economicus und das andere zeige ich zum Beispiel in einem Kapitel auch auf, wie es in die Wirtschaftswissenschaften sich immer mehr dahin verkürzt haben. Also es ist zwar so, dass Jeremy Bentham als Mitbegründer des Utilitarismus uns beigebracht hat, immer zwischen Kosten und Nutzen, wie wir auf Deutsch sagen, zu entscheiden. Aber in Wirklichkeit hat er eben gesagt, es geht um das Abwägen zwischen dem größtmöglichen Glück der Menschheit, ist dann die Formulierung, zu eben, was dem abträglicher wäre. Und tatsächlich ist er sogar sehr für die Tierrechte eingetreten. Also man könnte es sogar noch mal umfassender machen. Und davon ist dann, also kann man das in der Theorie wirklich sehr gut nachvollziehen, wie es immer mehr auf Geld verengt wurde und letztlich eben sozusagen, was
steht auf meinem Konto und mehr zählt nicht mehr für die Entscheidung in meinem Leben und das dann wieder in den Alltag übertragen worden ist. Also das sind schon dramatische Wandlungen, die eben auch ganz viel damit zu tun haben, wie wir heute ticken und auch wie Identitätskonstruktionen von Frau, Mann, Schwarz, Weiß etc. Ganz massiv damit verbunden sind, gerade in der Entwicklung, gerade seit dem 18. Jahrhundert bis heute auch. Ja, und ich finde auch sehr spannend, ich glaube, David Harvey hat das ja gemeint mit Enteignung durch Akkumulation. Also es gibt ja nicht nur eine Akkumulation, sprich, wie im Finanzkapitalismus bekannt, okay, wir legen jetzt Geld in irgendeinen Fonds ein oder in irgendein Sparbuch und dann machen wir das Geld irgendwie durch Zauberei quasi, wie durch Alchemie mehr Geld, sondern eben Enteignung durch Akkumulation, durch die, also, und da geht er ja schon auf die ursprüngliche Akkumulation ein. Das ist ja auch ein Herrschaftsverhältnis. Es ist ja nicht so, dass da irgendwas produziert wird, getauscht wird, sondern da wird ja wirklich enteignet. Und auch witzig, dass daran anknüpfend, ich finde das immer witzig, wenn Libertäre, Neoliberale Angst haben vom Kommunismus, weil der ja angeblich immer enteignet und staatliche Intervention. Aber was sehen wir seit 2008? Also das ist ja doch urwitzig. Ja, das ist ein sehr wesentlicher Gedanke, danke. Das mal zu vergleichen, ist ja nicht nur seit 2008, also die ursprüngliche Akkumulation, der Ausdruck ist ja schon sehr eurozentrisch, sage ich jetzt mal, und macht eben unsichtbar, dass in der Kolonialisierung ja auch in der Zeit von Marx das massivst durchgeführt worden ist. Also das ist ja auch ein großes Verdienst von Rosa Luxemburg, wo sie kräftig einen auf den Deckel gekriegt hat, dann Anfang des 20. Jahrhunderts von ziemlich allen ihren linken Kollegen dafür, dass sie sagt, der Kapitalismus, wir können den nicht analysieren, als gäbe es die Kolonialisierung nicht, weil er natürlich die ganze Zeit Ressourcen verbraucht, Arbeitskräfte verbraucht, Nachfrage, Absatzmärkte damit schafft. Und auch heute, also wenn wir uns angucken, wenn die EU großartigerweise scheinbar ein Programm in die Welt setzt, was Everything But Arms heißt, also alles außer Waffen wird gefördert und damit werden großflächig Tausende von Familien in Thailand von ihrem Land vertrieben, damit da Zuckerplantagen angebaut werden, die dann denjenigen, die dafür das Geld gegeben haben, die Profite bringen, dann ist das ja nichts anderes, als was ich gerade aus dem Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit beschrieben habe. Ja, absolut, absolut. Und weil Sie das jetzt nicht nur auch kurz in diesem Interview erwähnt haben, sondern auch in einem anderen Interview, das öffentlich zu sehen ist, haben Sie sich ein wenig distanziert oder das ist ja von verschwörungstheoretischen Denken. Und ich finde das sehr interessant bei vielen Linken, diese Angst vor diesem Label. Oh, Verschwörungstheorie. Ich finde das aus dem Grund ganz faszinierend und ganz witzig, weil real betrachtet basiert ja unser Wirtschaftssystem auf sehr, sehr vielen Verschwörungen und das sind ja Verschwörungspraxen. Also die ursprüngliche Akkumulation ist ja eine Verschwörung. Es ist eine Verschwörung derjenigen, die was haben und die vor allem das Waffenmonopol haben, gegenüber den anderen. Also früher war das ja nicht so. Ich meine, in Monty Python sehen wir das, die Ritter und die Bewaffneten, die haben die Steuern eingetrieben für den Fürsten oder für den König. Und warum ist er König geworden? Naja, nicht, weil Gott jetzt auf die Erde gekommen ist und ihn so erwähnt hat, sondern das ist doch ein Machtverhältnis. Da kann man doch offen von einer Verschwörung sprechen. Steuer eintreiben ist doch eine reale Verschwörung, zumindest im Mittelalter. Man kann heute natürlich argumentieren, ja, okay, der Staat tut etwas Gutes, er verteilt auch nur in gewissen privilegierten Inseln des globalen Nordens, wo es halbwegs funktioniert. Aber das sind eigentlich Legitimationsmythen des Nationalstaats. Warum ich das mache? Also ich sage ja nicht, man darf nicht, also und ich sehe das auch so, dass es teilweise bei mir auch so ankommt, als würde jede Person, die jetzt zum Beispiel sagen würde, etwas ist heimlich gemacht worden, also ich sage jetzt mal, ich weiß, das sagt heute wahrscheinlich und in Österreich sowieso nicht, also das Zellerloch fällt mir da ein, das ist halt ein Loch im Knast im Gefängnis,
von Celle gewesen, im RAF-Zusammenhang noch, und sollte eben angeblich von der RAF gemacht worden sein. In Wirklichkeit war es halt von der Polizei gemacht. So. Sowas passiert, sowas zu benennen, es hat natürlich nichts mit Verschwörung zu tun, Verschwörungstheorie zu tun, sondern für mich macht eine Verschwörungstheorie aus, dass ich glaube, die anderen haben die ganze Macht, dass sie das voluntaristisch sozusagen, also direkt durchregieren können. Und so passiert es eben nicht, sondern es hat ganz viel mit gegebenen Machtverhältnissen zu tun, mit den Strukturen, die damit verbunden sind. So, aber deshalb, wenn ich jetzt sage, im 18. Jahrhundert würde ich jetzt nicht sagen, es ist eine Verschwörung, sondern dann will ich einfach andere Bilder anrufen. Also nicht weiße Männer haben, bürgerliche Männer haben sich zusammengesetzt, wie in Davos jetzt oder so, und das mal beschlossen und dann so durchgeführt, sondern weiße Bürger, männliche Bürger sind in hegemonialen Positionen. Und wenn die dann wissenschaftliche Erkenntnisse, wonach Frauen plötzlich ganz anders sind und Menschen, die nicht als ganz weiß definiert werden, ganz anders sind, wenn sie das befördern finanziell und im Diskurs, weil es ihren Privilegien entspricht, so funktioniert das halt. Und das ist halt eine andere Vorstellung, wie Herrschaftsverhältnisse durchgesetzt werden häufig. Das ist für mich der Unterschied. Ja, jetzt verstehe ich es besser, ja. Und ich bin auch Ihrer Meinung, dass es gibt keine Totalität. Macht kann nicht total ausgeübt und absolut ausgeübt werden. Also es gibt immer Widerstände, es gibt immer eben Formen, wo es doch nicht kalkulierbar ist und so weiter. Also ja, da bin ich mal, das stimmt, da bin ich Ihrer Meinung. Aber zum Beispiel, es gibt schon, also die geplante Obsoleszenz zum Beispiel. Das ist doch eine kleine Verschwörung. Oder würden Sie da auch sagen, es ist Hegemonie? Also, weil das ist ja klar belegbar, dass es diese Geheimtreffen gab, wo das beschlossen worden ist. Also jetzt in Bezug auf Küben und Strumpfhosen kann man das, glaube ich, nachweisen für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ja. Also genau, also deswegen das war mir das nicht so klar, warum viele. Weil ich mir mal vorstelle, also mit dem Geschlechterbild war es natürlich so, wenn diese Strumpfhosen jetzt plötzlich absichtlich Laufmaschen gekriegt haben, dass das wirklich in unendlich vielen Fällen dazu geführt hat, dass Mädchen auf einer Tanzveranstaltung, auf die sie sich total gefreut haben, weil man Frau ja irgendwie kaum ausgehen durfte, wenn sie eine Laufmasche hatte, durfte sie nicht mehr auf die Tanzfläche. Also was das wirklich für Leid manchmal auch mit sich gebracht hat, so eine, ja, vom Umweltaspekt, ja, mal ganz abgesehen. Und voll faszinierend, ja, witzig. Aber warum ich das ansprechen wollte, ist, weil mir oft viele Linke, ich meine, ich zähle mich auch darunter, aber zahnlos vorkommen, indem immer so alles auf, ja, das ist komplex, man muss das differenzierter betrachten. Ja, aber manchmal muss man auch Ross und Reiter nennen. Manchmal muss man auch sagen, es gibt Arschlöcher und man muss halt offen auch mit dem umgehen und es gibt Machtverhältnisse und ja, Punkt, ist halt so. Und das System funktioniert nun mal für ein, das sieht man ja Oxfam-Studien, ich glaube, Mädchen und Frauen haben 12 Milliarden Stunden unbezahlte Care, Pflege, Reproduktions, blablabla, Arbeit geleistet. Das bedeutet, das System ist offensichtlich nicht spricht ja nicht unbedingt für die Frauen oder für Mädchen. Also das alleine zeigt ja schon, dass es pyramidal ist, dass es hierarchisch ist und dass an der Spitze eben weiße, bürgerliche, gut gebildete, meistens heterosexuelle Männer stehen. Das ist halt auch ein Fakt. Ja, also absolut Machtverhältnisse sind fundamental in dieser Gesellschaft. Natürlich gerade auch kapitalistisch von, oder alle, will ich jetzt wirklich keine Hierarchie machen, Entschuldigung. Aber nicht alle Reiche sind Arschlöcher und nicht alle Arschlöcher sind reich. Also stimmt, dieser, ja, Kurzschluss ist eben häufig zu finden, leider auch. Das stimmt, ja, da muss man schon differenzieren, das stimmt, ja. Genau, gehen wir zurück zum Eigentum. Ich fand spannend, weil Sie von Besitz reden und weil Sie ja eine Proponentin sind, die sagt, okay, besitzen statt Eigentum. Ich wundere mich, ob Sie jetzt den beiden Beispielen, die ich nenne, zustimmen würden.
Auf der einen Seite haben wir erlebt, infolge der Krise in Griechenland, dass zum Beispiel überwiegend autonome Bewegungen, Anarchistinnen, haben Fabriken besetzt, vor allem in dem Gebiet Exarchia. Ist das auch eine Form der Besitznahme oder zum Beispiel in Österreich gibt es regelmäßig Wohnungsbesetzungen, weil einfach die Mietpreise aufgrund von Mietspekulationen etc. etc. halt dermaßen hoch sind, dass halt eben meistens aus dem radikal linken Spektrum Leute einfach Wohnungen in Besitz nehmen, also quasi gebrauchen eigentlich. Eigentlich ist es gebrauchen, weil sie besitzen es ja nicht wirklich. Also ja, nein, in ihrem Sinne doch, in ihrem Sinne besitzen sie es. Ja, nicht nur in meinem Sinne, auch juristisch, sie besitzen es. Also ja. Das andere wäre dann vielleicht noch Nutzen. Wenn ich Besuche meine Wohnung lasse, dann würde ich sagen, er nutzt die Wohnung, aber ich besitze sie, auch wenn es das Eigentum von jemandem anderem ist. Ja, also das würde auch noch drunter fallen. Ja, also insofern, klar, sind die Beispiele sind alle eine Form von Inbesitznahme, ja. Und das Genossenschaftsmodell von Jugoslawien, wo zum Beispiel die Arbeiterinnen auch quasi, also Aktionäre will ich jetzt nicht sagen, aber beteiligt an der eigenen Firma, kann man da auch vom Besitz reden? Wäre das auch ein Modell, was zum Beispiel in dem passen würde? Ja, schon, aber ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass damit eben dann schon alles toll ist, sondern die Erfahrung der Genossenschaften ist ja, dass sie trotzdem der Marktlogik ausgesetzt sind und sich diese Marktlogik heute häufig auch wieder in das Unternehmen reingefressen hat in Bezug auf Hierarchisierung und Ausdifferenzierung der Löhne und Verwertungsdruck, entweder von allen oder von einigen oder insofern, aber erstmal in Besitznahme ist es. Also ich konzentriere mich in meiner Kritik ja mal sehr auf, was macht die Marktwirtschaft. Das heißt ja nicht, dass ich nicht kritisieren würde, was der Kapitalismus macht. Der Kapitalismus macht Mehrwertausbeutung. Und das ist scheiße. So, aber das kritisieren sehr viele. Und deshalb gehe ich eben nochmal weiter und gucke nochmal konkreter, was macht eigentlich die Marktwirtschaft und macht es Sinn, zu überlegen, also wäre es möglich, eine emanzipatorische Marktwirtschaft zu haben? Und das ist nicht möglich. Und das ist sozusagen mein Hauptfokus. Ja, ich verstehe. Mhm. Sehr interessant. Das mit dem Besitzen hat ja mehrere Aspekte. Auch hier gibt es viele Narrative und Mythen. Ein Mythos ist, wenn es allen gehört, dann braucht man keine Verantwortung, dann geteilte Verantwortung ist gar keine Verantwortung und so weiter und man passt nicht drauf auf. Dann nennt man irgendwelche Beispiele, was weiß ich, aus dem Realsozialismus und dieses Kompetenz. Und dann gibt es ja noch genau diesen Mythos von John Locke mit der Kompetenz. Wenn ich mich nicht täusche, hat er ja das gemeint, dass derjenige, der zum Beispiel, es geht um Natur, zum Beispiel Wasserquellen oder irgend sowas, und er hat gemeint, naja, der am fähigsten ist, das zu verwerten. Damit hat er eigentlich rassistisch legitimieren wollen, warum man, Ländern, Bevölkerungen aus dem globalen Süden einfach die Ressourcen einfach stiehlt. Um es auf den Punkt zu bringen. Und er war ja auch Investor der East Indian Company. Also es ergibt ja Sinn, dass er das legitimiert mit diesem Mythos des, also ja, wie stehen Sie dazu? Also was würden Sie argumentieren mit diesem Kompetenzargument? Einerseits ist was dran, aber andererseits ist es ja auch eine Legitimationsstrategie. Also Kompetenz sagt er, glaube ich, nicht. Ansonsten wäre ich dankbar für den Stellenhinweis. Aber das, was er sagt, ist eben... was bei ihm gar nicht zählt, ist, von einem Land zu leben, sondern für ihn gründet sich das Recht auf Eigentum, dass man die Produkte vom Land auf den Markt bringt. Das stimmt schon, dass er das mit Produktivität auch begründet, aber das ist ja sozusagen, die ganzen Indigenen in den unterschiedlichen Weltteilen haben ja gute funktionierende Wirtschaftssysteme gehabt, die haben ja nicht gedacht, vorher. Und dabei ist es eben die erobernde Arbeit. Das machen Adelheid Biesecker und andere Feministinnen deutlich, dass sie sagen, es zählt eben nicht, wer hegt und pflegt, sondern nur, wer die Quelle schöpft oder den Apfel erntet oder so.
Und das ist, glaube ich, aber auch, also dieses Eigentumsverständnis. Also John Locke ist ja derjenige, der überhaupt begründet, also offiziell legitimiert hat, was der Landadel da betrieben hat, nämlich Eigentum zu begründen im Gegensatz zu Besitz, was alles andere als stringent durchargumentiert wäre, sondern absolut widersprüchlich ist, weil er irgendwie da auch offensichtlich selbst im Übergang zwischen den Diskurszeiten sich noch befindet. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, Moment. Ach so, genau, ich wollte zurück auf am Anfang, damit ging es ja gerade los, warum Sachen schlecht behandelt werden. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es diese Erfahrung nicht gibt, aber es hat ja vielleicht auch, es hat bestimmt genau damit zu tun, dass wir eben nicht dieses beziehungshafte Haben mehr kennen, sondern eben Eigentum ist dafür da, man kann es kaputt machen und eigentlich leben wir auch in einer strukturellen Wegwerfgesellschaft, wie Marianne Grunemeyer das sehr treffend ausdrückt, indem sie sagt, nicht nur, wenn ich ein 1-Euro-Produkt kaufe, ist es dafür da, möglichst schnell kaputt zu gehen und ersetzt zu werden, damit die Nachfrage hoch bleibt. Das ist beim iPhone nicht anders. Also eigentlich soll ich ja immer das Alte gleich wieder wegtun wollen und das Neue haben wollen. Und ein Verständnis davon, dass wir etwas hüten. Und das ist auch ein Aspekt, der fehlt, wenn ich jetzt nur von Besitz statt Eigentum spreche. Also dieses Caring aus der feministischen Diskussion, das steht fundamental im Gegensatz zu diesem Wachstumsdruck, unter dem eben die Wirtschaft steht und uns stellt auch. Ja, verstehe. Und bei dieser Commons-Bewegung ist da Tauschen auch, also Frigga Haug und andere feministische Forscherinnen und auch Aktivistinnen haben ja darauf hingewiesen, dass es ja auch wichtig ist, zu beitragen und nicht immer dieser kapitalistischen Tauschlogik unterworfen zu sein. Also gibt es im Commons auch Tauschen oder ist es dann nur mehr Beitragen oder wie ist da das Verhältnis? Ja, es ist immer beitragen. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht, sie haben irgendwas, was ich gerne hätte und umgekehrt und wir tauschen es einfach bedürfnisorientiert. Aber in dem Moment, wo sie mir sagen, das, was sie haben, ist jetzt mehr wert als das, was ich habe und ich kriege es deshalb nicht mehr, in der realen Wirtschaft würden sie es wegschmeißen und ich hätte es nicht, weil das, was ich habe, reicht nicht. Das ist die künstliche Knappheit, die wir ganz am Anfang hatten. Und darum geht es eben nicht, sondern diejenigen, die etwas beitragen können und wollen, tun es aus innerer Motivation. Und das ist für mich eigentlich vielleicht das brutalste Verhältnis, was diese Wirtschaft mit uns macht, dass sie uns den größten Teil unserer Lebenszeit damit etwas verbringen lässt, was wir gar nicht machen wollen, was vielleicht sogar schädlich ist, umweltschädlich ist, dann produzieren wir es aber trotzdem, weil wir da angestellt sind, dann wird es mit viel Werbung beworben, damit endlich jemand es kauft, der das auch nur kaufen kann, weil er irgendwas arbeitet, was er nicht arbeiten will. Das ist völlig abstrus. Ja, das ist absolut richtig, ja. Und beigetragen hat ja das Ganze durch so eine Mentalität, wo man sich gegenseitig beweist, wer man ist, durch Statussymbole. Also ich fand das so faszinierend. Ich war letztens bei einem alten Klassentreffen und ich fand die Dynamik sehr interessant. Natürlich alle Männer, die gekommen sind und alle erzählen, was sie haben. Und weil ich jetzt das Buch lese, Haben und Sein von Erich Fromm, finde ich das so witzig. Alle haben sich definiert, nicht durch der, wer sie sind, durch ihre Fähigkeiten, durch ihre sozialen Beziehungen, wie es ihrer Familie geht, wie sie ihre Töchter benannt haben, sondern nein, sie definieren sich, wie schnell ist ihr Auto, welche Marke ist ihr Auto und wie viele Wohnungen und Häuser besitzen sie. Also da sieht man wieder auch da am Anfang unseres Gesprächs Besitzindividualismus, Identifikation durch Werte, durch Vermögen, durch Status. Das finde ich auch sehr spannend, wie das passiert ist. Ja, es ist einfach das, was eben die Folge ist. Wenn ich gerade gesagt habe, wir arbeiten in Verhältnissen, die uns nicht erfüllen, dann müssen wir eben irgendwie was anderes bekommen, wovon wir glauben, dass es uns erfüllt. Also die äußere statt der inneren Motivation, die extrinsische statt der intrinsischen. Und es belegen viele Experimente, dass wir damit die innere Motivation auch verlieren und verlernen, dass wir eigentlich wirklich was tun und in der Welt beitragen wollen. Und vielleicht je mehr uns das wehtut im Inneren, desto mehr müssen wir uns dann an diese äußeren Sachen klammern. Aber jede Person, die in die Werbung geht,
sollte eins wissen, weil sonst ist sie falsch an dieser Stelle. Es geht nicht darum, das Produkt zu bewerben, sondern die Achtung und Bewunderung der anderen Menschen, wenn man das Produkt hat. Also letztlich geht es dann eben genau darum, auf so einer Party stehen zu können und sagen zu können, guck mal, was ich Tolles habe. Es geht nicht um das Produkt selbst. Ja. Bei Karl Marx, auch bei Ivan Illich oder Illich, finden wir ja so Begriffe wie Entfremdung. Von was haben wir uns eigentlich entfremdet und warum ist das ja auch Teil, wenn man eben nicht den ganzen, zum Beispiel auch was Arbeit betrifft, wenn man nicht den ganzen Arbeitsprozess im Blick hat? Ja, ich weiß gar nicht, ob man den ganzen Arbeitsprozess im Blick haben muss, aber ich finde eigentlich, das hat mit Rosa das mit seinem Buch Resonanz nochmal sehr gut beschreibt, weil das ist ja im Grunde der Gegenbegriff zur Entfremdung. Also Resonanz, wo wir eben Antworten mit der Welt in Beziehung sind und die Welt kann auf uns antworten. Wir müssen nicht alles so machen, wie der Markt vorschreibt, dass es nur so auf dem Markt eine Chance hat, verkauft zu werden, sondern wir können mit den Materialien in Beziehung gehen. Wir können darauf eingehen, ob die Menschen, mit denen wir arbeiten, vielleicht gerade was anderes im Kopf haben oder es denen nicht so gut geht, etc. Also das alles wird uns verbaut. Wir selber stehen unter Leistungsdruck. Wir müssen im strukturellen Hass, wie ich es immer nenne, miteinander arbeiten, weil wir halt besser sein müssen als die anderen, damit die nicht den Job kriegen, etc. Das macht eben diese Entfremdung aus. Und ich freue mich, dass es wieder mehr Thema wird. Wundere mich dann aber zum Beispiel bei Hartmut Rosa eben auch, dass er dann das gar nicht auflöst weiter, sondern dass er dann, obwohl er nach seinem Buch Beschleunigung immer gesagt hatte, es geht nicht wirklich darum, also deshalb schreibt er ja Resonanz, um zu sagen, es geht nicht darum, wie schnell ich arbeite schnell, das ist gut. Es geht um diese Resonanz und dann sagt er hinterher doch, naja, also wir könnten hier vielleicht ein bisschen weniger arbeiten und dann wäre alles anders. Das steht ja, ist ein totaler theoretischer Bruch, den er da vollzieht, weil es eben uns so unmöglich erscheint, aus diesen Logiken herauszukommen. Ja, und was wäre, also ein Teil der Lösung wäre ja wieder, wo wir wieder am Anfang waren, Commons, also gegen Entfremdung, auch Ivan Illich verwendet den Begriff Konvivialität. Und da geht er aufs Werkzeug vor allem ein. Also das bedeutet, er deutet ja auf die soziale Komponente, gemeinsam machen. Das ist ja etwas zu bauen, etwas daran zu arbeiten, tätig zu sein, hat ja immer eine soziale Komponente. Betont das die Commons-Bewegung auch? Ja, ich hatte ja schon diesen Spruch, there's no commons without commoning, erwähnt. Also es geht auch in der Diskussion von Commons, geht es immer mehr weg. Also ich selbst habe bis vor kurzem eigentlich auch noch gesagt, in erster Linie ist für mich Commons das Gegenteil von Eigentum. Das geht mir jetzt nicht mehr so einfach über die Lippen, weil mir wirklich so dieser Prozess des Commoning und wie wichtiger geworden ist. Und ich Commons auch immer mehr als diese Räume anderer Selbstverständlichkeit, die sich dann eben vielleicht um eine Ressource oder um eine Produktion oder um irgendwas drehen, aber eher diesen ganzen Raum im Blick habe, wenn ich von Commons spreche. Ja, finde ich super spannend, ja. Genau, Sie haben ja auch viel darüber geschrieben und nachgedacht und ich glaube auch in einem Interview wurde das auch erwähnt, Fetisch bei Marx. Und das hat ja auch mit Tausch- und Nutzlogik ein bisschen was zu tun. Also wie hängt das zusammen? Was ist überhaupt ein Fetisch? Ja, es ist, geht ja bei ihm um diese Fetischisierung der Ware. John Holloway hat einen ganzen Artikel mal über den ersten Satz vom Kapital geschrieben, wo es darum geht, dass uns der Reichtum dieser Welt als Ansammlung von Waren erscheint. Und das ist eben das, was uns die Ökonomie die ganze Zeit lehrt, dass nur das, was in diesem geldbewerteten Bereich schon drin wäre, unser Reichtum wäre, was dann zu so Paradoxien dramatischer Art führt, dass wenn Menschen in einer intakten Natur mit vielen Früchten und Möglichkeiten sich zu ernähren leben, sie als sozusagen in der
sie als absolut arm gelten. Und wenn sie dann vertrieben werden durch Entwicklungshilfeprojekte, was ja dramatischerweise eben sehr häufig passiert, Millionen von Menschen in Indien alleine passiert, dann in irgendeinem Slum landen und da mit ganz wenig Geld fristen müssen, die Hungerstatistiken sich noch freuen, weil angeblich diese Person jetzt 1,80 Dollar oder sowas am Tag verbrauchen kann. Und ja, diese Blindheit führt ja erst dazu, dass wir die ganze Zeit nicht sehen, was wir alles kaputt machen. Selbst der Neste Nachhaltigkeitsmanager hat zu Raj Patel, der dazu viel arbeitet, und auf eine Studie verwiesen, wo es darum geht, dass eigentlich durch die Lebensmittelindustrie seines Konzerns rund bis zu 250% sozusagen zerstört wird von dem im Vergleich zu dem, was an Wert erzeugt wird. Und damit sieht man, dass wir eben mit dem angeblichen Wachstum, was so toll ist, wirklich ganz, ganz viel zerstören, was auch unwiederbringlich ist häufig. Ja. Und hinter diesem Warenfetisch versteckt sich doch auch diese, eben, wie Sie gesagt haben, auch so eine Verschleierung. Macht und Herrschaft, also bei jedem Produkt, ich würde mir das oft bei Produkten wünschen, eigentlich auch bei Politikerinnen, so ein Etikett wie bei den Zigarettenpackungen, Achtung, das und das ist drinnen. Also so bei einem Produkt würde ich mir zum Beispiel wünschen, Achtung, dieses Produkt hat 7000 Kilometer Fahrtweg hinter sich, damit einen so und so großen CO2-Abdruck. Bei Politikerinnen würde ich mir wünschen, hey, ich bin ein Lobbyist, mit anderen Worten, für diesen und diesen Konzern. Das würde ich mir wünschen. Und genau, aber bei der Ware ist es ja leider nicht so. Also, ja. Also, was ich damit sagen will, ist, mit dieser Fetischierung geht auch eine Verschleierung einher. Also, gewisse Bereiche werden verdeckt. Genau, es ist natürlich eine diese Zerstörung ist eben diese Verschleierung. Obwohl Karl Marx sie ja noch nicht mal in dem Ausmaß gesehen hat, wie Rosa Luxemburg sie nachher benannt hat. Ja. Und auch das haben wir kurz angeschnitten. Eben, warum ist die Tausch versus die Nutzlogik? Also Nutzlogik, keine Ahnung, Schuhe sind dazu da, dass ich weicher auf dem Asphalt gehen kann. Aber wenn ich sie tausche, warum muss es Nike sein, damit es mehr wert ist? Also da, das hatten wir ja kurz mit diesen Statussymbolen. Und warum hängt damit auch so ein Kapitalist, wieder ein Mythos eigentlich, so diese Erzählung von der kapitalistischen Aufstiegs- und Wohlstandsversprechen, also dieses, warum hängt das mit drinnen? Vom Tellerwäscher zum Millionär und so weiter. Warum hängt das alles drinnen in diesem, eigentlich im Tauschwert? Oder bilde ich mir das nur ein? Naja, die Marken sind natürlich eine Antwort auf das Problem, dass es halt immer sehr schnell zu Nachfragemangel kommt, weil die Menschen haben dann schon Schuhe und würden normalerweise denken, was soll ich jetzt noch mit Schuhen? Und das ist halt sozusagen das rote Tuch für die Wirtschaft. Dann bricht alles zusammen. Und ansonsten hat es, glaube ich, auch wieder was mit diesen extrinsischen Belohnungen zu tun. Also, dass einfach eben in dieser Welt so viel zählt, weil wir nur auf die Größe des Kuchens gucken, aber nicht darauf gucken, ob er uns eigentlich satt macht. Ja, ja, das stimmt. Und welche Implikationen hat es eigentlich, wenn wir zum Beispiel Arbeit, Lohnarbeit, also man kann jetzt über den Arbeitsbegriff, und das sollte man ja auch eigentlich streiten, weil hegemonial hat sich ja durchgesetzt, dass Arbeit gleichgesetzt ist mit Lohnarbeit, Lohnabhängigkeit eigentlich. Aber meine Frage ist, was für Implikationen hat es für unsere Arbeit, wenn wir auch das dem Tauschwert irgendwie der Tauschlogik am Markt unterwerfen? Also dieses Angebot und Nachfrage. Was hat das für Alternativen für die Arbeit? Implikationen auf die Arbeit? Ja, im Grunde das, was ich vorhin angesprochen hatte. Also selbst wenn wir unser größtes Hobby, whatever it is, zu unserem Job machen würden, sind wir in dem Moment halt absolut im Verwertungsdruck, auch in Leistungsangst, weil wir es eben besser machen müssen als die anderen. Deshalb eben im strukturellen Hass, dass wir eben selber den Absatz brauchen, uns den anderen nicht gönnen können. Wir müssen uns immer so verhalten, als würden wir die anderen hassen, auch wenn wir es nicht spüren. Aber durch Mobbing etc. ist es ja auch häufig so, dass es Menschen spüren. Ja. Und all das führt dann eben zu der Entfremdung, dass wir eben nicht selbstbestimmt entscheiden können, was
wir wie am liebsten machen, sondern einfach absolute Marktlogiken folgen müssen. Und wer ist schon in der privilegierten Situation, das liebste Hobby zum Beruf zu machen? Das kann ja auch, können ja auch wirklich ganz furchtbare Tätigkeiten sein, die dann uns krank machen und wir können einfach trotzdem nicht aus dem Job raus etc. Ja, und Alternativen dazu wären zum Beispiel eben mit dem Begriff Zeitwohlstand wird ja auch so etwas erwähnt. Ich finde das auch witzig, auch das ist ja alles keine neue Erfindung, sondern John Maynard Keynes hat ja auch schon damals gesagt, theoretisch müssten wir nur 4 Stunden am Tag arbeiten. Und deswegen, es ist ja alles irgendwie nichts Neues. Und trotzdem, ja, wird in Österreich zum Beispiel, gab es jetzt vor kurzem in der Politik die Diskussion, sollen wir den 12-Stunden-Tag einführen? Also es läuft witzigerweise in eine ganz konträre Richtung. Ja, ich frage mich, also ich glaube schon, dass Keynes ja auch ein intelligenter Mensch war und dass ich auch hätte durchdenken können, dass es zu dieser Steady Economy, die er da voraussagt, wo alles auf dem gleichen Stand bleibt, einfach nicht kommen kann, sondern dass es dann eben zu Krisen kommen muss. Das ist ja nichts anderes als die Umkehrung seiner, eines Multiplikatoreffekts, der dann eben Wachstum durch Nachfrage anregen soll. Aber wenn eben auf der anderen Seite eben Leute fangen weniger zu arbeiten, dann gibt es halt auch weniger Nachfrage und es gibt dann weniger Produktion, es gibt weniger Einkommen und dadurch gibt es dann wieder weniger Arbeit. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich angefangen habe, ist völlig egal. Jedenfalls gibt es halt die Krisenspirale. Und deshalb kommt es eben nicht dazu, sondern kommt zu dem, was Herr Marx vorausgesehen hat. Das ist sozusagen der Arbeitsanteil an der Reichtums-, an der Warenproduktion immer geringer wird, aber trotzdem eben, um die Mehrwertausbeutung am Laufen zu halten und nicht nur aus Profitinteressen, sondern eben, weil die Wirtschaft dann zusammenbricht, dass es dadurch eben dieses enorme Wachstum geben muss. Der Spiegel-Kolumnist Christian Stöcker hat kurz bevor Angela Merkel in den Ruhestand ging, nochmal so einen schönen Text gemacht, wo er sagt, da erklärt sie den Menschen, die die Exponentialkurve nicht verstehen für Corona, was es heißt, das sollte sie mal fürs Wirtschaftswachstum machen, weil da ist es nämlich auch dramatisch und eben nicht mit planetaren Grenzen zu vereinbaren. Und das andere Problem bei Zeitwohlstand ist ja, dass selbst wenn wir jetzt weniger arbeiten könnten in der gegenwärtigen Gesellschaft oder wenn Menschen arbeitslos sind, dann sind sie häufig in der Situation, was machen sie eigentlich? Sie räumen ihre Wohnung auf, vielleicht auch nicht, aber das könnten sie machen, dann gehen sie vielleicht nochmal spazieren und danach ist alles, was sie machen wollen, kostenintensiv. Wenn sie arbeitslos sind, haben sie dafür das Geld nicht, aber selbst wenn sie Geld haben, ich meine, man kann vielleicht reiten gehen oder schwimmen gehen oder was weiß ich, aber man kann sich ja nicht wirklich produktiv in der Welt einbringen. Man kann nicht sagen, ich möchte jetzt das und das machen, weil dafür auch die Produktionsmittel wieder fehlen, weil dafür die sozialen Strukturen fehlen in unserer Gesellschaft. Das heißt, wir sind entfremdet in der Arbeit, aber wir langweilen uns in der Freizeit und das ist unser Leben. Ja. Auch das hat witzigerweise Erich Fromm schon vorweggenommen oder halt richtig analysiert, dass es so eine Dualität gibt, witzigerweise. Auf der einen Seite haben wir diesen Traum, faul zu sein, auf einer Insel und so viel Geld haben, dass man Geld gar nicht braucht. Und auf der anderen Seite haben wir aber dieses selbstdisziplinierende, man muss fleißig arbeiten, man muss früher aufstehen. Und das sind doch zwei kollidierende Gedanken. Und witzig, wie wir das aber zusammendenken müssen heutzutage. Finde ich faszinierender Widerspruch. Ja, ich habe mal mit jemandem gesprochen, der auch so tauschdruckfrei Coaching-Kurse angeboten hat. Und der sagt auch, also ja, die Leute sagen immer erst, wenn ich mal Zeit hätte, dann würde ich mal ins Meer fahren und mich daran legen und ausruhen und so. Und dann fragt er immer weiter, ja, was würdest du denn dann machen? Und dann kommen natürlich nicht die Vision, da ewig am Meer rumzuliegen, weil es todlangweilig ist, sondern eben kreativ irgendwas machen zu können. Ja. Und das ist aber eine der großen Binaritäten, die uns eben den Horizont für anders mögliche Welten verstellt, dass wir glauben, wir müssen arbeiten, aber wir wären gerne faul, genauso wie
wir müssen, also wir wären gerne egoistisch oder ähnliche zu Altruismus, wo Commoning-Erfahrungen, glaube ich, zwischenliegen, weil man was weder einem einen noch dem anderen aufgeht, weder in Individualismus noch in Gemeinschaft oder so. Und diese ganzen Binaritäten verstellen den Horizont und dann sehen wir halt die Alternativen nicht mehr. Ja, absolut, ja. Und vor allem Arbeit inkludiert ja so viel. Deswegen habe ich auch gemeint, wir sollten uns entfernen von diesem ganz engen Arbeitsbegriff, der nur Auswirkungen auf das BIP hat und der eben nur monetär gewertet wird und so weiter. Es gibt Subsistenzarbeit, Care-Arbeit, Reproduktionsarbeit. Es gibt Arbeit an sich selber. Also keine Ahnung, duschen zu gehen ist ja auch schon Arbeit. Also keine Ahnung, Zähne putzen, ne? Oder mentale Hygiene. Also ich verstehe schon, dass man von Care-Arbeit spricht in der gegebenen Gesellschaft. Aber wenn ich dann die Logik der Arbeit darauf übertrage, dann müsste ich ja denken, ich müsste eigentlich allen werdenden Eltern verbieten, dass sie ein Kind kriegen, weil warum soll ich davon ausgehen, dass sie Lust haben, sich um das Kind zu kümmern? Das widerspricht ja voll der Arbeitslogik. Und deshalb, also ist ja schon seit den 80ern bei den Subsistenztheoretikerinnen auch so ein klarer die Richtungsvorgabe, sollte eben dahin gehen, Arbeit und Tausch und Waren zurückzudrängen, statt es jetzt noch auf alles Weitere ausdehnen zu wollen. Oder auf die Natur, was wir am Anfang hatten. Ja, ja, auch sehr spannend, ja, stimmt. So habe ich das auch noch nicht bedacht. Sehr spannend. Genau, und es gibt ja eben Bereiche, die kann man ja gar nicht diesen Marktlogiken der Effektivität oder keine Ahnung, monetären Werte und Arbeit, man kann ja das nicht unter diesen Punkten subsumieren, also Liebe, Solidarität, Freundschaft, das sind ja zwischenmenschliche Beziehungen und das hat ja auch eben, das meint ja Konvivialität, dass man zusammen ein Haus baut, hat ja viel mehr als nur das, was man geschaffen hat, sondern da entstehen schöne Momente, ein Moment der Begegnung und so weiter, also genau, deswegen dieser Fokus auf nur monetäre Werte und nur Arbeit verengt den Blick. Das fasst ja nicht den Menschen an sich, wie er ist halt. Ja, und die Wirtschaftswissenschaften haben das ja wirklich perfektioniert, also zu sagen, auch wenn jemand altruistisch ist, macht er das nur, weil er sich damit besser fühlt, als wenn das nicht wäre. Das ist ja nicht ganz falsch. Das hat ja eine Logik, so wie wir funktionieren. Aber gleichzeitig macht es natürlich was mit uns, wenn wir denken, wenn der andere sagt, er liebt mich, dann, ja, oder sie macht das nur, weil es jetzt gerade sozusagen seine Nutzenfunktion das rausspuckt. Oder wenn wir solidarisch sind, nur wenn es für uns nützlich ist. Also beim Begriff Solidarität ist es ja wirklich auch so festgehalten. Ich weiß jetzt nicht die aktuelle Definition auf Wikipedia, aber ganz lange eben nur, wenn es meinen eigenen Interessen entspricht, langfristig bin ich solidarisch. Und dass Menschen sich anders verhalten können, wird entnannt und damit natürlich auch, wenn ich denke, die anderen verhalten sich so, dann verhalte ich mich natürlich auch so, ist ja klar. Ja, das stimmt, ja. Vielleicht gehen wir auch zu einem anderen Lösungsansatz. Mich würde faszinieren, mich würde interessieren, was Sie von der Degrowth-Bewegung halten. Es gibt ja da auch mehrere, es ist ja keine einheitliche Theorieströmung und keine einheitliche Bewegung. Zum Beispiel Nico Peich geht auf Suffizienz ein, Ulrich Brandt und Markus Wissen skizzieren so etwas wie eine solidarische Lebensweise. Also es gibt, und in der Degrowth-Bewegung selber gibt es ja viele Nischenprojekte und viele Prinzipien. Lässt sich das mit Commons vereinbaren und was halten Sie von Degrowth? Wäre das eine Lösung, eine Alternative zum derzeitigen kapitalistischen Produktionssystem? Na, es ist keine Alternative, sondern es ist ja eigentlich nur, wir machen es ein bisschen kleiner und netter und das funktioniert halt nicht, weil wir dann die Wirtschaftskrise haben. Und selbst wenn es ginge, wäre das immer so eine Art End-of-Pipe-Politik. Also ich versuche hinterher irgendwas wieder so ein bisschen zu retten und schöner zu machen, aber die Ursachen werden halt nicht bekämpft. Ja, also ich würde jetzt durchaus Unterschiede sehen zwischen Nico Peichs Ansatz, wo
auch in der Diskussion mit ihm und wie sozusagen ziemlich klar ist, dass er Strukturen nicht anerkennt oder sagt, das Kapitalismus gibt es nicht, sondern es setzt sich eben aus einzelnen Aspekten zusammen. Das ist natürlich komplett anders bei Uli Brandt und Markus Wissen. Und von da kommt natürlich dann sozusagen das, was ich vorhin auch schon gesagt hatte, sich nicht vorstellen zu können, dass es jetzt anders ist. Also dass man ganz anders wirtschaftet. Das geht mir ja auch nicht so. Aber ich finde es wichtig zu sagen, da und da sollte es hingehen. Und mit dem Netzwerk ökonomischer Wandel, wo sich einige Personen zusammengeschlossen haben, die für unterschiedliche Ansätze stehen, darunter auch Silke Helfrich, die leider vor einem Monat dramatisch tödlich verunglückt ist, und Christian Felber für Gemeinwohlökonomie und Matthias Schmelzer für Die Welt auch und Dagmar Emshoff für solidarische Wirtschaft, Thomas Dönnebring für Sharing und kollaborative Ökonomie und mir für tauschlogfrei, was natürlich jetzt auch nicht wirklich ganz anders als Commons ist, wo wir sagen, wir sehen drei Wege, nämlich über den Markt zu gehen, nämlich die Marktkonkurrenz zurückzudrängen. Und dann ist es was anderes, ob ich sage, ich rette das Klima mit dem nächsten Marktinstrument oder ob ich versuche, diesen Konkurrenzmechanismus einzuhegen, indem ich eben den Markt auf Gemeinwohl versuche auszurichten oder versuche, den Marktmechanismus aufzuheben durch gemeinschaftsgetragenes Wirtschaften oder Besitzrechte statt Eigentum stark zu machen etc. Und wenn wir aber diesen Marktmechanismus nicht mehr haben, dann ist die Frage, wer entscheidet stattdessen? Und die Geschichte zeigt, das sollte kein zentraler Akteur sein. Deshalb geht es natürlich darum, die Gesellschaft zu demokratisieren und zu lernen, in allen Bereichen der Gesellschaft Demokratie zu haben. Aber dabei wird auch sehr schnell offensichtlich, dass es nicht darum gehen kann, jetzt ein paar Mal öfter ein Kreuzchen zu machen, sondern eben wirklich unsere Lebensbereiche mitgestalten und zu können. Und wenn wir das tun und das auf demokratische Art und Weise tun, dann sind wir eben schon bei Commons. Deshalb ist da praktisch die Wege, Marktkonkurrenz abbauen, Demokratie ausbauen und Commons aufbauen. Und je weiter wir auf dem Weg gehen, auch wenn morgen nicht die tauschstrukturfreie Gesellschaft geschaffen sein wird, je weiter wir darauf kommen, desto besser. Aber ich sage eben nicht, es ist emanzipatorisch, der Markt ist zu regeln, weil wenn wir den Marktmechanismus nicht aushebeln, dann allein durch das Wirtschaftswachstum, was damit erzwungen wird, steuern wir zwangsläufig auf die nächste Katastrophe zu. Ja, das sehe ich auch so, ja. Das bedeutet aber, in einer Commons-Gesellschaft gibt es da Geld? Gibt es dann noch so etwas wie eben Geld als Tauschmittel oder braucht man das dann nicht? Also jetzt natürlich kurzfristig gesehen vielleicht schon als Übergang, aber wir reden, keine Ahnung, von einer zukünftigen Gesellschaft, wo, also wäre das überhaupt wünschenswert? Wäre das ein Ziel von Commons? Genau, also das, genau, es wird weder morgen noch übermorgen der Fall sein, weder kurz noch mittelfristig, aber die Geldlogiken sind ja notwendigerweise immer imperial und immer ausbeutend. Und man kann jetzt nicht sagen, ach, das kann ja schön nebeneinander existieren, sondern es wird immer ein Widerspruch sein. Und Ziel wäre tatsächlich eben, sozusagen eine andere Selbstverständlichkeit in die Welt zu bringen, dass Leute eben genau diese Absurdität, ich muss irgendwas arbeiten, was ich nicht will, damit, damit ich irgendwas kaufen kann, was ich eigentlich gar nicht will, etc. Also zu dieser Selbstverständlichkeit, wie Ina Pretorius das nennt, zurückkommen, dass wir auch kooperativ miteinander Sachen gestalten können. Aber das ist natürlich ein langer Lernprozess, das ist schon klar. Aber eine Alternative, die weder ökologisch katastrophal noch unemanzipatorisch ist, sehe ich nicht. Ja, finde ich, ist ein... Die ökologisch vertretbar und emanzipatorisch ist. Finde ich, ist ein sehr, sehr wichtiger Ansatz und leider gehen die wenigsten darauf ein, was mich eigentlich wundert, weil ich dachte immer so, wir sind wie mit der Karotte vor dem Gesicht und wir jagen immer das Geld nach und ich dachte mir, es ist doch so offensichtlich, dass wir dem unterworfen sind und ich glaube, das ist ja auch eine Art Zivilreligion und da dachte ich mir, es ist doch so simpel, einfach okay, schafft das Geld ab, macht andere Werte. Ich meine, es klingt jetzt so simpel, aber, aber ja. Ich weiß nicht, hat Marx das auch schon theoretisiert oder problematisiert? Ja, das also es hat, bin ich immer so ein bisschen, dass viele Marxisten, auch Marxistinnen glauben,
so einen Ansatz, wie wir ihn vertreten, ich ihn vertrete, wäre irgendwie naiv und hätte nichts mit Marxismus zu tun. Natürlich ging es Marx genau darum. Also er sagt auch sehr explizit, eine Welt, in der alle das gleiche Salär hätten, also alle das gleiche, den gleichen Lohn hätten, dann wäre die Gesellschaft nichts anderes als ein Gesamtkapitalist. Ihm ging es darum, dass wir uns in die Welt einbringen können mit unseren Leidenschaften, sage ich jetzt mal. Und ja, er ist auch Wahnsinn, also er ist halt total verkürzt worden, weil es so schwer ist, diese Logiken, die wir gelernt haben seit dem Raub der Allmende, spätestens uns davon wieder zu befreien und zu sehen, was alles nicht gegeben ist und was alles veränderbar wäre. Ja. Kurz wurde das erwähnt, vielleicht zur letzten Frage, ist ja auch ein Riesenthema. Warum hängt das Ökologische, weil wir reden ja von Klimakrise, Klimawandel und so weiter, warum hängt das aber eigentlich auch mit den Sozialen zusammen? Genau, und inwieweit wird hier die Natur zum Beispiel auch sehr eben wieder, das haben wir auch schon erwähnt, instrumentell betrachtet, also als Gegenstand und ja. Also was Natur, der Naturbegriff kommt ja eigentlich auch erst auf im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit und ist untrennbar danach damit verbunden, dass es Menschen gab, die sich dann als Subjekt empfunden haben und als sozusagen ja, als Bürger des Staates und allem anderen, was dann zur Ressource wurde. Und das war ja am Anfang dann durchaus auch eine Naturalisierung von Indigenen, von Frauen. Übrigens nichts, was es schon immer gegeben hat, auch bei Frauen oder so, sondern es gab ja viel mehr Gleichberechtigung im Mittelalter als dann in dieser Zeit. Sondern in dieser Zeit gibt es eben auch wieder dieses zum anderen Machen, das Othering, sowohl rassistische als auch sexistische Art und Weise. Und bei den Tieren sieht man auch, dass bis ins 18. Jahrhundert hinein, glaube ich, gab es Tierprozesse, also wo Tieren für Prozess gemacht wurde. Das zeigt ja schon, was für ein anderes Verhältnis eben auch zu Tieren bestand. Und im Grunde ist Natur das, was einbezogen werden kann in den Verwertungsprozess, ohne dass man es nach kapitalistischen Logiken entlohnt. Das ist die Definition von Natur im Grunde. Ja, einfach sich historisch sehr verändert hat, die sich zum Glück vielleicht auch ein bisschen weiter verschiebt, wenn man jetzt in Tierethik ein paar Diskurse ansieht, aber gleichzeitig ja mit quantitativ unglaublich viel Leid erzeugt. Und ich glaube, genau das ist die Linie, die wir wirklich aufheben müssen zwischen wer profitiert und was ist Ressource, um wirklich ein anderes Wirtschaftsverständnis erreichen zu können. Ja, vielleicht sehe ich das, also ich sehe das in der Tradition von Spinoza, Nietzsche, auch Judith Butler teilweise spricht das an. Ich glaube auch teilweise Martin Heidegger mit seinem Begriff in der Welt sein, mit der Welt sein. Also ich sehe das halt, dass es keine Dichotomie geben kann. Also es gibt nicht die Außenwelt und das Innenleben, sondern das ist ja alles ein Prozess und wir leben ja alle von der Außenwelt und wir interagieren ja, wir sind ja immer schon ständig in sozialen Verhältnissen und auch unser Körper ist offen, porös, er wird von der Umwelt affiziert, also die ganzen Einflüsse, sei es jetzt Sonne und ich schwitze, das sind ja Interaktionen, wir interagieren ja ständig. Es geht ja gar nicht anders, außer zu interagieren ständig. Wir sind soziale Wesen und ja, ich glaube, da würden Sie mir zustimmen. Also diese Dichotomie ist auch problematisch. Ja, ja genau, also sozusagen im Feministischen ist es natürlich sozusagen vor Jahrzehnten stark gemacht von so einem ökofeministischen Strömung, was dann eher so ein bisschen in Verruf kam durch Queertheorie, aber im Zuge der Queertheorie kam es dann ja auch zu Material Churn, was eben genau hier die Binaritäten auch wieder angreift hin zur Natur und ja, das finde ich auch sehr spannende Entwicklung. Die aber, muss man wirklich dazu sagen, auch von vielen
auch gerade linken Menschen durch die Geschichte durch immer mal wieder so formuliert worden ist und ganz vergessen worden ist. Das jetzt, Bentham hatte schon erwähnt, Louise Michel ist oder wer auch immer, dass sie genau diese Trennung, auch Aufhebung der Trennung ganz, ganz stark gemacht haben und es auch nicht gehört wird und nicht weitergetragen wird im linken Diskurs. Und ja, ich glaube, da liegt wirklich nochmal ein großer Knackpunkt. Ja, das ist mir auch aufgefallen, ja, in diesen aktivistischen Kreisen, Fridays for Future, teilweise in gewissen Kreisen, ist mir das aufgefallen, dass Naturschutz auch sehr instrumentell gemerkt wird. Und auch dieser Mythos, wir müssen die Welt retten, ist stark da vorhanden. Was eigentlich ein Bullshit ist, weil wir müssen nicht die Welt retten, weil die Welt gäbe es auch ohne den Menschen. Also, sondern wir müssen eigentlich uns selber retten. Wir kämpfen gerade um das Überleben der menschlichen Spezies und nicht die Welt muss gerettet werden. Ja. Kann auch was Tröstendes haben, finde ich. Ja, stimmt, ja. Ja, ich bin soweit, glaube ich, mit meinen Fragen durch. Haben wir was ausgelassen? Ich weiß nicht. Nee, alles gut. Genau. Na, vielleicht noch ein Punkt, der mir eingefallen ist, genau, weil wir das Geld angesprochen haben, ist mir eingefallen, es gibt ja auch, weil ich persönlich sehe mich eher in den anarchistischen Bewegungen, und teilweise, aber der ist halt sehr umstritten, gibt es ja auch diese Strömung von Silvio Gesell mit dem Wörgler Freigeld, Schwundgeld, wie auch immer man das nennen mag. Da würde mich wundern, weil wir ja kurz angesprochen haben, eine Gesellschaft ohne Geld wäre als Übergangslösung, so als temporäre Übergangslösung, wäre das so etwas wie Schwundgeld vielleicht oder genossenschaftlich, demokratisch organisiertes Geld, vielleicht eine Zwischenlösung? Ja, zu Genossenschaften hatte ich ja schon gesagt, dass sich der Kapitalismus immer wieder reinfrisst. Ja. Und zum Schwundgeld, dann haben wir ja schon eine perfekte Situation, weil wir haben gerade Schwundgeld. Ja. Nein, weil Schwundgeld ist natürlich absolut dazu verdammt, so schnell ausgegeben und sozusagen in den Produktionsprozess zurückgeschmissen zu werden wie möglich und damit alles noch dramatisch und noch schlimmer zu machen. Das ist keine Lösung. Nein. Das stimmt, ja. Na, genau denselben Einwand hatte ich, weil ich ein Interview geführt habe mit Karl Immervoll, dem Initiator der Waldviertler Regionalwährung. Und genau dasselbe Argument hatte ich auch, eben, dass alles noch mehr beschleunigt wird. Dass man einen Drang hat, es auszugeben, weil nächste Woche wird es weniger wert. Und dann hat man eigentlich ein Wirtschaftswachstum, obwohl das kontraproduktiv ist für Umwelt, für Ausbeutungsverhältnisse etc. Also ja, verstehe, ja. Na, witzig. Ja, dann danke ich Ihnen sehr herzlich für dieses sehr spannende Gespräch. Ich habe sehr viel dazu gelernt. Danke und für die spannenden Fragen. Super cool. Ja, danke und hoffentlich sehen wir uns wieder. Ja, sehr schön. Super. Ciao. Danke, ciao.